Und damit begrüße ich euch zur letzten kleinen Bonusfolge zu Super Mario 64. Hier haben wir die zu 120 Sternen beendete Datei aus dem Let's Play, was jetzt vor kurzem halt lief. Und heute wollen wir uns mal angucken, was sich hier noch so auf dem Schlosshof verbirgt. Jetzt, wo wir 120 Sterne haben, wurde diese Kanone hier geöffnet. Und damit können wir uns jetzt auf das Schlossdach schießen und gucken, was es dort so gibt. Das ist aber das Einzige, was es jetzt noch zu erledigen gibt in dieser kleinen Bonusfolge. Ich habe am letzten Part gesagt, während der letzten Sequenz oder während der letzten Sequenzen, ihr sollt mal aufs Dach gucken und jetzt sehen wir, was ihr befindet. Erstmal ein paar One-Ups und ein süßer kleiner Yoshi. Hallo. Komm, red mit mir, Pisser. Hey Mario, Yoshi, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Yoshi, ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, Yoshi, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr, Yoshi? Du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powerstellen erobert. Yoshi, unglaublich! Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool, Yoshi! Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich doch eine ganz spezielle Nachricht für dich, Yoshi. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Yoshi, aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß! Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Ja, und Yoshi füllt jetzt unsere Leben auf. Und führt die Leben auf. Kann man es eben beschleunigen. Yeah. Ja, jetzt zu 100 Leben. Und stürzt sich einfach mal in seinen Tod. Tschüss. Ja, und das war's eigentlich schon. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine Veränderung beim Dreisprung. Ja, Mario glitzert jetzt so schön. Das sind, glaube ich, auch die veränderten Bedingungen. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas Bestimmtes gibt oder so. Da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber ja, mehr ist es eigentlich so ziemlich nicht. Da ist halt Yoshi, der, glaube ich, immer wieder, wenn man das Spiel neu startet, da ist und ein Leben schenkt. Das heißt, wer Lebenprobleme hat, der geht einfach zu Dr. Yoshi und der wird einem dann schon helfen. Ja, das war jetzt auch alles, was man hier machen kann. Du kannst hier noch rumfliegen und auf die höheren Türme des Schlosses drauf, aber nee. Ja, genau. Das war's dann auch. Ich hoffe, das hat wie Mario, oder? Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, demnächst irgendwann, jetzt nicht gleich im Anschluss, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, Mario Sunshine zu spielen. Irgendwann wird es kommen. Okay, super. wartet nicht drauf. Ich mach's halt, wenn ich mich bereit dafür fühle. Und wenn ich halt wirklich den Bock dazu habe, das Spiel durchzuspielen. Der Bock wächst momentan wirklich. Ich habe momentan Bock auf Sunshine, aber er ist noch nicht groß genug, dass ich mich wirklich dafür hinsetze und das Spiel spiele. Also ja, bald kommt Sunshine irgendwann. Wenn noch mal ein paar Let's Plays beendet sind, damit würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, wenn Super Mario Sunshine startet. Und ja, momentan läuft ja noch das SMB3 Together mit Benny, was ihr euch noch anschauen könnt. Also wer dazu Lust hat, auf ein weiteres Mario-Spiel, dem steht dabei nichts im Wege. Ist ein schönes Together, macht viel Spaß, ist auch irgendwo noch lustig. Ja. Würde ich jetzt so behaupten. Und ja, damit würde ich sagen, war es das jetzt von diesem Let's Play. Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das war die letzte kleine Bonusfolge. Bis dann und ciao, euer V-Row. Tschüss.